There's too much greed. Too much greed? There's too much greed. And people need kindness. That's what people need. Die wollen es nicht anders. Die sind wie Vampire. Statt Blut sagen sie eben an meiner Spritzpimpe. Ich frage mich aber trotzdem, wie man das auch seelisch mit einer Frau hinbekommt. Wie machst du das mit Katja? Was hältst du für eine Wette? Du hast eine Woche Zeit, Katja platonisch für dich zu gewinnen. Na klar, dass du deine Freundin freigeben würdest. Kein Anfassen, kein Küssen, kein Sex. Wie viel Bier hast du schon hinter dir? Alex, wie lange kennen wir uns schon? Mehr als ein Dutzend Ewigkeiten. Und wie oft davon habe ich dich angelogen oder etwas nicht ernst gemeint? So. Na also. Gut, Benny. Du wolltest es so. Aber beschwer dich später nicht. Ganz sicher nicht. Jetzt komm mal bitte runter von mir. Oh, ich weiß, ich bin zum Angenommenen. Ich könnte jederzeit mit einem anderen schlafen und dich ganz einfach vergessen. Sicher, Klaus. Aber es sind nur 7 Tage. Das muss doch drin sein, Schatz. Ich weiß ja nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber ich glaube, du spinnst. Kitty, er ist mein bester Freund. Du weißt genau, dass ich den Namen nicht leiden kann. Ja, ich weiß. Und benutzt ihn dann, wenn du mich um einen Gefallen bittest. Nein. Nein. Wuff, wuff, wuff. Ich sag dir... Wuff, wuff, wuff. Okay, du verdammter Köter. Miau. Hast du nicht einmal drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du nicht diesen Weg gegangen wärst? Was meinst du? Naja, ob du einen normalen Job nachgegangen wärst, ohne deinen Körper verkaufen zu müssen. Was interessiert dich das? Hattest du nicht mal Träume im Leben? Einen Wunsch, den du erfüllen wolltest? Sicher? Würdest du nicht gerne dein Leben teilen mit einem Menschen, dem du alles erzählen kannst? Mein Mann hat mich verlassen, bevor unser Sohn geboren wurde. Mein aktueller Liebhaber ist Alkoholiker. Und ich sitze auf einem Berg voll Schulden, weil ich das ganze Haus jetzt allein abbezahlen kann. Also erzähl mir nichts von Teilen. Gib mir lieber das Geld für die angerissene Stunde. Die Nacht ist noch lang und kostbar.
Und Alex, von welcher Frau du auch immer sprichst, vergiss es, ist es nicht wert. Wie war es so bei dir, Alex? Ja, nochmal. Das übliche rein, raus, rein, raus. Hat sich zufällig was ergeben? Ich hatte keine Durchhänger, wenn du das meinst. Wovon sprichst du? Nein, ob sich da mal was Tieferes bei dir ergeben hat. Na klar. Sie kamen in dieser Woche häufiger als sonst vorbei. Nein, also Frauen tun in meiner Welt, was sie am besten tun können. Mir dienen. Gäbe es noch Frauen, die auch was im Kopf hätten. Ja, dann ist doch alles beim Alten. Gefällt dir wohl doch so, wie es ist. Was für mich? Sag mal, wollen wir uns nicht öfter treffen? Ich meine, einmal der Woche ist ein bisschen zu wenig. Was denkt ihr? Ja, klar. Warum denn? Nach einer Woche Zeit haben wir ja viel mehr zu erzählen. Wir sind ja keine Frischverliebten, die turteln durch die Straßen flanieren. Und sich unter Nachthimmel schmalzige Sätze zuflüstern. Ich denke auch, wir sollten uns öfter sehen. Wenn es langweilig wird, können wir uns ja wieder weniger sehen. Einfach probieren. Ach, was soll's. Ja, dann bis morgen. Super! Woohoo! So, Alex, hast du was Schönes zu erzählen? Ich glaube, ich habe jemanden getroffen, der mir gefallen könnte. Aha. Schieß los. Sie scheint geistig unausgelastet und hungrig nach philosophischem Austausch. Sie ist hübsch, intelligent, nur weiß sie nicht, ob sie mit ihrem Freund glücklich ist. Alex, das kann nur schief gehen, wenn du dich mit einer Frau mit Kerl einlässt. Das schafft nur Ärger. L'amour toujours. Hey, hey. Hat schon Gigi Agostino gesagt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hat schon wer gesagt. Darf es noch was bei euch sein? Nein. Nein. Okay. And I fly. Wer war das denn? Mein Kumpel, Dick. Dick? Dick? Snoop Dick? Hahaha, sehr komisch, ja. Er ist benannt nach dem Roman von Herman Melville. Moby Dick. I'm a dick, 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 addicted to you, and you're a dick, dick, addicted to me. Ich muss mich vorhin entschuldigen. Das war nicht so gemeint. Kein Problem, Katja. Das war doch noch Spaß. Zum Glück habe ich doch mehr zu bieten als billige Witze. Was wäre? Ich kann Hitlerreden imitieren und nur mit Nonsens füllen. Das konnte Chaplin auch. Ja, aber Chaplin müsste den Arm dafür heben. Solange es nur der Arm ist? In deiner Anwesenheit bin ich mir nicht sicher. Ich kann dir eine Live-Performance geben. Heute Nacht, im Park. Vielleicht in der Nähe? Ich weiß nicht. Können wir gehen? Ja. Geht schon mal. Ich bleib noch ein bisschen, um mit Dick zu quatschen, ja? Okay. Okay. Ziemlich langweilig heute mit Alex, oder? Ich fand's ganz nett. Mach dir nicht so viele Hoffnungen. Ja, ja, ich weiß. Na gut. Viel Glück. Dank dir. Sie kommt. Okay. Bis morgen, ne? Wow! Ready! Was machst du denn hier?
Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ganz sicher. Du machst dir höchstens Sorgen um meinen Schwanz. Alex, Süßer. Ah, versuche ich's gar nicht erst. Alles okay? Ja, yeah. Ich wollte nur meine Aufregung mit ein bisschen Sport abbauen, weißt du? Süß. Also, wie war das mit der Hitler-Parodie? Schnitzel vor der Stadt. Komenia! Komenia! Das ist das Juden! Was genau? Das hab ich mein Arm. Und wie war's bei euch? Super. Ich habe fast alle Kurse durch und Social Cognitive and Effective Neuroscience bestanden. Ich weiß. Wie wusstest du das? Wir haben uns gestern unterhalten, als du mal wieder so lange auf dem Klo warst. Und du wusstest gestern schon, dass sie heute bestanden hat? Ich hätte es mir gedacht. Ich bin von ihren Fähigkeiten überzeugt. Ja, wenn sie jetzt was daraus macht. Ich muss zurück in den Betrieb. Die Wirtschaftsprüfung hält mich seit Tagen auf Trab. Ich kann euch ja alleine lassen, aber sie euch langweilt, oder? Könnte schwer werden. Kriegen wir hin. Bis dann. Bis dann. Heute Nacht wieder im Park? Lass uns doch gleich hier die Zeit nutzen. Ben ist sicher noch lange beschäftigt. Und wenn ich mich heute Nacht wieder aus dem Bett schleiche, dann schöpft er vielleicht Verdacht. Er hat mich gestern Morgen nämlich verdächtig angesehen. Okay. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Mhm. Darf's noch? Nein, Dick, danke. Na gut. Ist alles okay, Alex? Ja, danke. Ich dachte nur, ich hätte jemanden aus meiner Vergangenheit gesehen. Vielleicht steigt dir das Ganze mir nicht zu Kopf und du brauchst etwas abkühlen. Ja, dann lass uns doch in den Bad gehen. Wie du willst. Die Wette hast du aber damit gewonnen. Welche Wette meinst du? Ich meinte im Netz sein, bis du selber kommst. Du wusstest davon? Ja, ich habe mitgespielt, um Ben eingefallen zu tun. Das heißt, du hast mir nur alles vorgespielt? Jetzt. Du falsche Schlange, du! Jetzt hör mir doch zu! Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Wie weit was kommt? Naja, so weit, dass du mir nicht nur geistig alles gibst, was ich brauche. Du bist krank! Nein, nur verrückt. Mach hier. Hey! Ganz ruhig, Alex. Na los, trau dich. Sie will dich. Nein, ich kann nicht. Bei mir hast du auch nie Nein gesagt. Warum willst du dann bei ihr Nein sagen? Du warst nur ein Stück Fleisch für mich. Auch wenn ich zugeben muss, ein sehr leckeres. Siehst du? Dann schau doch nochmal richtig hin, was du da vor dir hast. Oh Gott! Ben! Was? Ey, das war echt nicht witzig, Alex. Das sollte es nicht. Ich geh nach Hause. Du hattest wohl gestern nicht genug. Oh, bitte verschont mich. Sonst muss ich mit meiner Nachtgeschichte anfangen. Ach, das würde mich immer interessieren. Na, vielleicht doch nicht. Das würde euch nur verletzen. Das könnte ich euch nicht antun. Ich bin mal auf Klo. Was war das denn? Keine Ahnung. Fandest du nicht, dass Alex sich heute komisch verhalten hat? Ich glaube, der hat nur Spaß gemacht. Ich kenne Alex schon zu lange. Das war kein Spaß. Ich kenne ihn eben nicht so gut wie du.
Warst du denn hier? Ich war eine frische Luft schnappen. Mehrere Kilometer von zu Hause? Klar, ich mache gerne lange Spaziergänge, wenn mir zu viele Gedanken durch den Kopf gehen. Es scheint ja würde in letzter Zeit ja viel Blut durch die Weichteile fließen. Ja, bitte? Du weißt schon, was ich meine. Spürst du nicht diese Verbindung zwischen uns? Alles, was ich von dir gespürt habe in letzter Zeit, war deine Hand zwischen meinen Beinen. Ich gebe zu, ich war nicht abgeneigt. Abgeneigt, was zu tun? Nicht abgeneigt, abgeneigt. Fahr fort, Alex. Ich war nicht abgeneigt, Katja auch körperlich näher zu kommen. Ach, so weit ist das schon. Nee, ich kann dir alles erklären. Jeden Satz macht den Scheißhafen nur noch größer. Das war's. Und wir waren auch die längste Zeit zusammen. Nein, Ben, bitte! Hör mal doch zu! Das war doch alles deine Schuld! Du Miststück! Verdammtes Dreckstück! Nein, Alex, bitte verlass du mich jetzt nicht auch noch! Verdammte Psychopathin! Ben! Es hackt. Für dich nichts besseres sein als meine Freundin. Ruhig. Hör mir zu. Das mit Katja tut mir leid. Ich schwöre dir aber, dass ich nie körperliche Absichten gegenüber deiner Freundin hatte. Katja wäre mein Fall. Das stimmt. Aber ich wusste immer, dass sie deine Freundin bald Frau ist und ich sie dir nie nehmen würde. So, so. Meinst du nicht, wenn mir die Freundschaft mit dir nicht so wichtig wäre, dass ich nicht mit ihr etwas schon längst gehabt hätte? Mir abgeneigt ist sie jedenfalls nicht. Deine letzte Aussage macht deine Entschuldigung gerade wertlos. Was ich sagen will, mir ist wichtiger, dass wir Kumpels bleiben. In 3 Jahren. Sorry. Unsere Freundschaft zu dritt auch intakt bleibt. Beweis es. Wie soll ich? Zeig mir, dass du es ernst meinst. Du willst Beweise? Okay. Wart's ab. Wusste ich's doch. Ich bin zu früh dran. Für ein Quickie reicht's noch. Ach, Klappe. Ich rede, du bist still. Miau. Reiß dich zusammen, es gibt was zu sagen. Ich bin ganz ohr. Warum liebst du Ben? Warum bist du mit ihm zusammengekommen? Warum hast du ihn schon seit 8 Jahren an deiner Seite? Warum war er dein erster Freund? Und warum wird er dein erster Mann sein? Denk gründlich nach. Halten, wie schlecht ich bin, dass ich meinen Freund, den ich über alles liebe, fast betrogen hätte? Oder mir sagen, was für eine schlimme Freundin ich bin, weil ich eine kleine Wette für einen Seitensprung nutzen wollte? Ich sehe, du hast ja Gedanken gemacht. Also, was willst du? Komm heute Abend ins Café. Warum? Du wirst sehen. Ich hasse Überraschungen. Ja, aber es gibt Menschen, die lieben sie. Also sei nicht so egoistisch. Mhm. Macht ja klar, was dir wirklich an Ben liegt. Was dir fehlen würde, wenn du ihn verlassen würdest und wie sehr du ihn vermissen würdest.
Du. Ach, ich hab zu tun, okay? Wir sehen uns nachher. Freundschaft gehen spurlos an mir vorbei. Mist. Ben, ich lieb dich. Nein, so schwul. Was machst du denn hier? Ich war gerade am Proben für eine neue Rolle. Und dein Partner ist auch ein Ben, ja? Ja, genau. Komm, wir setzen uns. Wir müssen reden. Glaube ich auch. Deshalb hast du erst nach der Wette etwas mit Katja angefangen. Ja! Ich wollte wissen, wie stark mein Charme auf Katja wäre. Was könntest du nicht mit einer anderen Frau machen? Du hättest mir doch selber eine Wette vorgeschlagen. Ja, stimmt. Allerdings nur für 7 Tage. Du denkst, dass du das Universum bestimmen kannst? Ich arbeite dran und ich fange mit meiner Freundin an. Hör zu mir. Jetzt, dass wir uns gerade wieder gut verstehen und zusammen gerauft haben, möchte ich dir noch was sagen. Schieß los, Alter. Wir sind jetzt 15 Jahre befreundet. Meinst du, ich lasse mir diese 15 Jahre Freundschaft wegen einer Frau? Sorry, Katja. Katja ist nicht da. Also meinst du, ich lasse mir die Freundschaft zu dir wegen einer Frau kaputt machen? Auch wenn ich, mit Ausnahme von Katja... Sehr, sehr immer noch nicht. Sprechen wir von dieselbe Katja? Auch wenn ich nur mit Frauen körperliches erfahren konnte... Außer Katja. Wärst du so nett? Sorry, pardon. Auch wenn ich mit Frauen nur körperlich erfahren konnte, wusste ich immer die tiefe Freundschaft mit dir immer mehr als alles andere zu schätzen. Wozu sind Freunde da, wenn sie nicht alles für den anderen tun würden? Warum gibt es den besten Kumpel, der einen durch die schwierigen Zeiten führt? Und was für eine Freundschaft wäre unsere, wenn sie wegen einer beschissenen Wette in die Brüche gehen würde? Ben, je t'aime. Hä? Du bist schwul? Katja, was machst du hier? Ach, bildet euch nicht so viel ein. Ich liebe dich wie ein Bruder, Mann. Und jetzt drückt euch zu Tode, bis dass der Tod euch scheidet. Ben! Über das Anlügen sprechen wir nochmal.